Hallo und willkommen zu einer weiteren Aufnahme Let's Play Need for Speed Most Wanted. Hier wieder ein paar technische Daten, die wir in letzter Zeit erschaffen haben oder geschafft haben. Wir fahren ab jetzt erstmal wieder den Porsche 911 Carrera S. Den Tesla hatten wir eine Zeit lang gefahren, haben auch soweit alle Rennen abgeschlossen. Und ich muss mich leider ein bisschen entschuldigen, dass, oder die letzte Aufnahme entschuldigen, ich war recht leise an einigen Stellen. Hinzu kommt noch, das Auto war auch noch recht leise und das war teilweise minutenlang totenstill. Man hat weder die Hintergrundmusik gehört, weil die aus irgendeinem Grund zu leise ist. Und man hat nicht mal die Motorsound gehabt, also man hatte gar nichts gehabt, bis auf ab und zu mal ein paar Geräusche, wenn man gegen die Bande gefahren ist. Das wird sich ja jetzt ändern mit dem Auto, weil wir haben damit wieder einen Motorensound. Ich versuche auch ein wenig mehr zu reden währenddessen. So, wir hatten gerade einen Autolog-Alarm. Erreiche Meilenstein. Wir könnten zwei Stück erreichen Meilenstein. Fahre eine Stunde mit dem Porsche Carrera S. Erreiche als erstes deine Freunde diesen Meilenstein. Dafür kriegen wir nichts. Nutze 300 Sekunden Nitro, dafür bekommen wir den Nitrobrenner Pro. Wir brauchen noch ein klein wenig mehr, wie die Hälfte haben wir. Wir können gegen 5 und 4 fahren, Most Wanted. Aber, ja, das ist ein bisschen doof, dass er das regelmäßig zumacht. Rennen, wir sind ja hauptsächlich deswegen hier. Deswegen fahren wir jetzt erstmal gegen dieses hier. Dazu legen wir erstmal einen Zielpunkt fest, weil ich möchte da gerne hinfahren. Weiter in Modifikation gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ich glaube, wir haben es vor der Ende der letzten Aufnahme schon mal durchgeguckt. Rennreifen haben wir Nitro. Haben wir den normalen Nitro. Chassis haben wir den Leichtbau schon drin. Karosserie ist die Serie. Getriebe haben wir das lange drin. Ansonsten war es das. Wagentechnisch gut. So. Zielpunkt ist gegeben. Jetzt haben wir wieder ein neues Rennen, das wir anfahren müssen. Halt. Und schöner Motorensound, nicht mehr so still wie vom Tesla. Hinzu kam noch, der Tesla war eine Katastrophe beim Fahren. Aber eine richtige Katastrophe. Also Driften war wirklich Katastrophe. So, neue Wechselstelle. Die war jetzt gerade durch Zufall gefunden. Hier haben wir auch schon das Rennen. Und wir gehen rein. Speed Eastward. Wir waren hier schon mal mit einem anderen Fahrzeug. Aber trotzdem gucken wir uns das Intro an. Und da sind wir auch schon im Rennen. So, ich bin schon wieder ruhig. Liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass ich mich aufs Rennen konzentriere. Das bringt natürlich nichts, wenn man vom Gegner in die Bande gedrückt wird. Jetzt heißt es hinterherfahren und aufholen. Und wir werden uns fürchterlich rächen. Ah. Schade, hat nicht gepasst. Heißt, wir werden das Rennen also nochmal fahren müssen. Fahren wir halt oben lang. Mist. Hätte ja schön werden können. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir nicht mehr hinterher. Nach diesen zwei Vollcrashs. Können wir den ersten Platz definitiv vergessen.
Also auf jeden Fall fährt sich der Porsche ganz anders als der Tesla. Da vorne ist auch schon das Ziel. Wir kommen wenigstens nicht als letzter durchs Ziel. Schon mal etwas. Speedwall 1,36 war das letzte Mal. So. Wir werden das Rennen einfach neu starten. Ja. So. Für den ersten gibt es Energie, Schub, Nitro und Prallschutz für den zweiten. So, das Rennen oder das Intro kennen wir, also gehen wir dann gleich ins Rennen. So, natürlich haben wir die Sonne wieder schön im Blickfeld. So, den ersten haben wir ausgeschaltet. Da haben wir jetzt noch ein weniger, wieso auch immer. Und da war ein Pfeiler in der Mitte. Aber wir haben jetzt volles Nitro, das heißt, wir können jetzt versuchen aufzuholen. So, und wieder Nitro. Ups. Ja, man sollte nicht nur aufs Radar gucken, sondern man sollte auch wie immer auf die Straße gucken. Wir sind Sechster, das gefällt mir gar nicht. Ich habe das Gefühl, im Tesla war es doch einfacher. Und da haben wir wieder einen Gegner weniger. Mal schauen, ob wir wenigstens schneller sind als der... als ein Fünfter, also mindestens ein Vierten müssen wir diesmal belegen, damit wir uns wenigstens ein wenig steigern. Nicht mal gesteigert, das gibt's gar nicht. Nochmal starten, das Scheißding. Nochmal starten. Naja, egal. Letztes Rennen wiederholen. Das ist ja langsam schon peinlich. So. Na komm schon. Lad schneller. So. Ich glaube, mit dem Tesla haben wir nur zwei Läufe gebraucht. Das ist also schon peinlich, dass mit dem Porsche, der eigentlich einiges besser ist, jetzt schon einen dritten Anlauf brauche. Na gut, Crashs verursachen kostet Zeit, die wir aufholen müssen. Und schon wieder gegen den Pfeiler. Es ist doch zum Kotzen. Diesmal versuchen wir gar nicht, irgendeinen Stunt hinzulegen. Nein, wir fahren nur ein Auto hinten auf. Wieder nur Fünfter. Jetzt sind wir Vierter.
Zumindest sind wir jetzt Dritter. Erster werden wir nicht mehr, aber wir können Zweiter werden. Gut, das lassen wir uns auch nicht mal nehmen. Wenigstens haben wir diesmal eine Steigerung drin. So, Prallschutz. Es ändert sich nichts. Die Steuerung wird sogar besser. Das heißt, das bauen wir sogar ein. Gut. Dann können wir... Ah, da kommen die Gegner. Rennen. Wir wiederholen es aber diesmal auf diese Art. Weil ich gerne das Teil benutzen möchte. ...1:36:72 war unsere Bestzeit auf dieser Strecke. Das Intro kennen wir schon. So. Das letzte Mal haben wir deutliche Steigerung von Platz 5 auf Platz 2 gemacht. Jetzt sollten wir uns noch um einiges mehr steigern. Ich weiß, ich wollte zwar keinen Crash verursachen mehr, aber hier blieb gerade nichts anderes übrig. So, und wieder Nitro raus, dass wir den nach vorne hinterherkommen. Ich sehe nichts. So, da vorne haben wir einen auf unserer Spur. Und das war der Pfeiler. Jetzt fallen wir natürlich wieder nach hinten, aber richtig nach hinten. Ich weiß zwar nicht, wieso es den gerade von der Straße gerissen hat. Oh, wir sind wieder Erster. Ich dachte, wir können besser navigieren, wenn wir ihn drin haben, aber irgendwie habe ich den Wagen gerade nicht mehr nach links gekriegt. Da vorne ist auch schon das Ziel. Und jetzt sollten wir uns wieder mal... So, diesmal bleiben wir Erster. Und wir bekommen den Energie-Nitro-Schub. Den bauen wir natürlich nicht ein, weil der dient nur zur Beschleunigung. Ich benutze aber den gerne... ne. Na, nutzen wir nicht. So, jetzt können wir uns hier mal ein bisschen lang dran langhangeln. So. Ein Rennen haben wir noch. So. Hier können wir wieder rausfahren. Oh, was blinkt denn da so komisch? Ah, das soll wahrscheinlich eine nasse Strecke darstellen. Hier lassen wir unser Auto kurz stehen. Autolog-Empfehlung. Wie lange müssen wir denn noch Nitro fahren? Ah, noch ein paar Sekunden. Da sind es noch. Rennen. Downgrade, das Rennen haben wir auch schon mal gemacht, aber wir fahren zum Rennen hin. Das heißt, wir müssen wieder mal auf die Interstate. Wir fahren natürlich nicht so viel im Gegenverkehr. Noch kriegen wir dafür keine Punkte. So. Gut. Wenn der mag dieses Auto auch nicht. Ich werde mich hier um einen Raser kümmern. Gebe Lichtsignal und gehe auf Code 3.
Okay. Verstanden. Einsatzleitung genehmigt, Q3. Info an alle Einheiten. Wir sind in der Fluchtphase. Verstanden. Könnt ihr mir Daten zum Verdächtigen liefern? Alle Einheiten. Achtung. Verdächtiger wurde nicht geortet. Bleibt ihm zunächst fortsetzen. Super. Wir fahren hier fast mit 300 Klamotten. Also das ist schon mal ganz anderes als der Tesla. Gut, hier hat man rausgemusst. Mitten in der Ortschaft, jetzt fahren wir mal nicht ganz so schnell. Vor allem, da man hier auch ziemlich scharterweise abbiegen muss. So, den Blitzer nehmen wir mal mit, den brauchen wir nicht mehr.